Gut, dafür mache ich jetzt weiter hier den Einfluss beim Stand, aber ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen rüber gucken, dass ich hier Leute befördere. Die Bäcker befördere ich mal. Wen noch? Die Markthändler. Let's go, das sind viele. Die befördere ich auch. Ich glaube, das war es wahrscheinlich schon. Boah, wir haben halt sehr viele Träger. Und hier, weil ich die Steuereintreiber mal befördern eigentlich, auch wenn bei denen gerade die Laune schon nicht so super ist. Wegen Nahrung? Wo wohnen die denn? Ja, aber hier gibt es doch genügend Brot und Beeren eigentlich. Wollen die auch noch Fisch oder was? Ist denn das jetzt immer noch zu wenig? Weiß ich nicht, ist komisch. Gut, aber das neue Mandat im weiteren Einfluss wollen wir gerne beim Königreich. So, Waffenschmiede kann ich mir schon mal holen. Ich glaube, ich baue dann halt hier noch einen dritten Stand hin zum Verkauf von Fisch. Ne, dann so rum, ja. Ein Verwalter des Bischofs, was will er? Ja, wir haben kein Brot. Jetzt ist es wieder Weizen, was fehlt. Mehl haben wir genug. Aber gut, hier werden die Bäume noch abgebaut. Hier werden wir noch ein weiteres Feld installieren. Ja, ist ein bisschen random aus jetzt hier mit dem Bäumen. Ich baue vielleicht hier noch einen weiteren Baum dann mal hin. So, hier. Und dann nochmal dort. Und dann hier noch ein Schild. Yes, okay. Wir haben die Waffenschmiede. Wo passt die denn noch hin? Ich will auch nirgendwo. By the way, wo sammeln wir Werkzeuge? Damit wir überhaupt irgendwo gerade Werkzeuge? Das wäre schon cool. Ja, hier. Ja, okay, ich glaube, das reicht fürs Erste wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber ich glaube, unsere Werkzeugproduktion wird jetzt auch nicht so super, super schnell gehen. Ein Wohnhaus wird ausgebaut. Wollen wir eine weitere Fischereihütte bauen? Wir haben ja immer noch gut was an Fisch übrig. Wahrscheinlich. Wollen wir es hier nochmal probieren? So, jetzt halt ein bisschen näher wieder ins Land reinzubauen. Leicht lag es daran. Probier es aus und dann gucken wir, ob es klappt oder nicht. Okay, jetzt wird hier aber ordentlich ausgebaut. Ja, gut, ich habe auch gerade sehr viele nochmal befördert. Zwei eben. So, ist halt einfach super steil hier. Das ist halt einfach so. Aber es ist halt irgendwie auch kind of cool. Würde ich behaupten. Also gerade hier gefällt mir auch, wenn das jetzt hier auch noch abgegradet wird. Was halt so relativ in der Mitte liegt. Yes. So, wir brauchen eben noch ein bisschen was an Einfluss für das Königreich. Dann können wir uns dringend weiteren Themen widmen. Was vor allem die Arbeiterschaft angeht und eben auch noch einer weiteren Kirche. Ich glaube nämlich die Steinkirche, wenn ich die baue, wird die schon an hier an sich, glaube ich, Punkt geben, oder? Also allein, ja, das bringt schon Punkt. Ich glaube, hier würde ich so eine Kirche bauen, wobei ich hätte gerne halt so dann auch, also so mit
dem Eingang direkt zeigen zur Mitte hin, aber wahrscheinlich wird es eher so gebaut, weil es einfach mehr besser reinpasst und dann kommt hier halt das Gutshaus hin. Vielleicht kommt hier dann sogar noch Wohnhaus hin? Keine Ahnung. Ein Speicher. Kann ich hier noch Fisch speichern? Ja, doch, klar. Macht schon Sinn, hier noch einen Speicher dann hinzubauen. An die Ecke. Ja, ich glaube, das wäre der Plan. Boah, wir brauchen Glas. Oh, die Fische wurde gebaut. Das hat geklappt. Sehr cool. Wir brauchen auf jeden Fall immer noch mehr Fisch. Ich will nur eine weitere Person bekommen. Was ist das denn? Ich habe doch genug Wohnfläche. Was wollt ihr denn von mir? Ich verstehe es nicht ganz. Wollen wir hier auch einfach Wohnfläche hinbauen? Ich wüsste nicht, was ich hier sonst noch hinbauen soll. Aktuell. Meistens, ich lasse mir irgendwie immer sehr viel Platz, um theoretisch dann noch irgendwas da hinbauen zu können. Und dann baue ich meistens dann doch nichts mehr dahin. Also ich finde, man sieht es schon so ein bisschen, dieses Schema bei mir. Also da sind dann doch einige Lücken noch gelassen. Ich hoffe, es jetzt nichts mehr. Junge. Leute, wir haben genug Brotfläche. Was wollt ihr denn noch von mir? Das frage ich mich tatsächlich. Und ich frage mich, okay, Schutzbesteuerung. Es lohnt sich, glaube ich, nicht so sehr. Reinigungspflicht auch nicht. Das wäre halt nur eine Frage, ob sich das lohnt. Ich würde eher hier zum königlichen Ritterschlag erstmal gehen und dann habe ich ja eigentlich immer noch ein Privileg übrig. Ja, wahrscheinlich. Was können wir denn dann? Können noch mal gucken, wir sind immer noch verwundet. Wir brauchen neue Soldaten. Wir brauchen neue Soldaten. Na, maximal, na gut. Ja. Ich überlege gerade, wäre so eine Militärkirche, keine Ahnung, wäre das noch eine Option? Theoretisch schon, aber ich glaube, ich bleibe erstmal hier bei der Kirche. Dann kommt hier wahrscheinlich auch irgendwann mal eine neue hin, so kapellmäßig auch. Das wäre so der Plan. Eine Person ist es so. Ich hoffe, wir haben ja auch genügend. Und ja, hier. Leute, wieso wieder nicht? Ich hab doch genug Wohnfläche. Ich hab doch wirklich genug. Ja, hier werden die eh nicht bauen, dann. Also aktuell mit dem Holz verleidigt. Und hier ist doch super attraktiv. Wir haben hier halt keine Arbeitsplätze dann hier gerade. Aktuell. Aber an sich. Jo, jetzt wird aber richtig abgejammt. Was ist das für eine nice Mucke? Ja. Kommt auch noch. Kommt auch noch. Jetzt ist wieder Zufriedenheit mit 0, aber ja. Wollen wir sagen, erstmal, wir bauen hier noch eine Sammlerhütte hin. Wollen wir. Machen wir. Es ist die Steinmetze immer noch überhaupt nicht hinterherkommen mit dem Stein. Das ist super spannend. Ich dachte, so eine Hütte wird wahrscheinlich ungefähr reichen. Wir sind bei 3 und es reicht immer noch nicht. Wo fehlen Rohstoffe? Okay, ja gut, Weizen. Mir jetzt auch nichts so Ungewohntes, habe ich das Gefühl. Aber wir vergessen ganz meine Nonnen zu befördern. Wir haben ja jetzt hier noch einiges an Manuskripten verfügbar. So.
wilder Track. Wie sieht das denn hier von unten aus? Ist gerade zuletzt ein bisschen mehr von oben runter geguckt. Ich kann halt nicht mehr nach unten tilten. Ja, ist cool. Also wie gesagt, ich finde es ein bisschen verwirrend. Mit den Upgrades teilweise, also außen wird abgegradet und quasi in der Mitte nicht. Das soll ja eher andersrum sein. Aber ja. Nice! Zufriedenheit nehmen wir immer mit. Wir wollten hier was hinbauen, weil dann kommen hier vielleicht auch mal Wohnhäuser hin. Und dann. Das wollten wir eigentlich nicht. Da wollen wir das schon. Hier Waren dann noch verkaufen. Ich guck mal gerade, ob wir irgendwas anderes hatten, wo wir auf jeden Fall noch Arbeiter benötigten. Wie gesagt, ich will auch auf jeden Fall neue Soldaten haben, aber es ist gerade noch nicht so die Prio. Kein Zugang zu Kroatien? Ja, obviously. Aber wieso? Ihr wisst doch, worauf ihr euch eingelassen habt hier. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen mein Schluss. Weiß nicht. Können wir mal argumentieren. Vielleicht. So, haben wir denn hier überhaupt. Wir haben hier null Bewohner drin. Okay. Was ist denn ein Problem mit der Wohnfläche? Wir haben genug Wohnfläche ausgezeichnet, wir haben hier ein Haus mit 0 von 6 Bewohnern. I don't get it. Sehr cool. Und wir haben hier ja Beeren, wir haben hier Brunnen mit Wasser. Wo liegt das Problem, bitteschön? Ja, wir haben 87 Brot, let's go. Bäckereien kommen jetzt auch hinterher. Wir bräuchten halt noch eine weitere Weizenfarm, würde ich sagen. Wir bräuchten halt eben noch weiter Fisch. Das ist, sieht aber mittlerweile schon wieder besser aus. Wir sind bei 32 aktuell. Ich kann es gerade noch nicht so hundertprozentig einschätzen, aber vermutlich wird es auch auf eine weitere Fischereihütte hinauslaufen. Wieder eine weitere Person bekommen. So. Und direkt als Soldat hier rein. Ich würde sagen, dann bauen wir halt eine zweite Fischereihütte hier noch in die Ecke, oder? Ja, ich finde, das sieht ein bisschen wack aus mit den 60.000 Fischereihütten in der Bucht hier, aber muss halt quasi, ne? Ich finde, das hier hat sogar was. Das ist halt so Mittelalter, keine Ahnung. Das ist halt nicht so, okay, so würde man. Ja, genau. So würde man es heute zwar nicht machen, aber. So, ich finde es in dem Setting halt voll passend. Und wir haben hier wieder Baumeister, die den Ort nicht erreichen, aber halt auch irgendwie keine Meldung abgeben oder so. Sagen, yo, sorry, ich komme hier gerade nicht hin oder so. So, das passiert halt einfach nichts. Wollen wir die Baracken. Nicht, also, das hier. Diesen hölzernen Gang abbauen. Vielleicht finden sie dann halt den Weg, denke ich mir. Und dann kann ich den später wieder hinbauen, wenn ich dran denke. Ich habe echt immer so sehr viele Gedächtnisaufgaben selber quasi. Aber es ist auch ein bisschen vom Spiel herausgefordert, weil viele Sachen eben genau so halt ablaufen. Also das ist jetzt eigentlich eher eine Ausnahme von diesem Aufgabentypus her. Aber es ist sehr viel so die Möglichkeit, dass du Sachen vergisst, die du eigentlich noch machen wolltest. Okay, wir haben sogar jetzt 50 Manuskripte. Es wird langsam Zeit, dass ich dort wieder befördere. Let's go. Wir haben neue Markthändler. Die nehme ich immer gerne mit. Und dann will ich erstmal ein bisschen chillen mit den Geschichten. Und dann hier genau unsere Schreiber zuerst upgraden. Für das irgendwie passend. Ja, komm. Machen wir das so. Und dann die Pracht. Oh, ist doch, es hat eine neue Fortschrittsstufe freigeschaltet. So.
Die Steuereintreiber, die nehmen wir jetzt auch mal als Bürger hoch. Stufe florierend. Ja, genau, hier bin ich auch ein bisschen hinten dran im allgemeinen Pfad. To be honest. Wir haben eine Steinbrücke, das ist cool. Wir haben ja bisher noch nicht mal eine Holzbrücke gebaut, aber es wird auf jeden Fall noch was passieren. Wir haben hier eine wunderschöne Insel, wir haben dort eine wunderschöne Insel. Wir können hier unseren zweiten Militärfortstandort aufbauen. Wir können hier ein riesiges Kloster hinbauen. Wir können auch hier ein riesiges Kloster hinbauen. Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir können da ein riesiges Kloster hinbauen. Wir können hier sogar mit der Brücke das Kloster. Man könnte so viel machen, aber ich weiß gar nicht, ob wir bis dahin noch kommen. Mal gucken. Gefühlt, wir bauen hier das Ganze schon ziemlich kleinräumig und das geht auch irgendwie einigermaßen auf. Sagen direkt hier neuen Soldaten, let's go. Wir brauchen das. Ah, wir hätten auch direkt einen neuen Bischof anstellen können. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Sind die Sachen nicht da offen? So, wo war ich denn jetzt gerade gedanklich stehen geblieben? Wir haben. Soldaten, die auf einer Mission sind. Okay. Northbury Ausbildung. Boah, kriegen wir das sogar vielleicht hin? Das ist möglich. Sieht schlecht aus gerade. Nee. Nee, geht leider nicht. Aber wir kriegen jetzt auch neue Soldaten zurück und wir haben auch neuen Einfluss gewonnen. Ja, die Sachen will ich halt erstmal gerne haben. Doch, das geht mir. Hier was noch ein. Punkt Sachen Einfluss. Was wollen wir? Was brauchen wir? Was können wir überhaupt machen gerade? Können Fässer herstellen und halt einfach verkaufen. Ich glaube, Fässer brauchst du für dein eigenes Dorf eigentlich gar nicht. Das ist, glaube ich, nur ein Exportgut. Wir können Edikte mal forschen. Minenförderung um 100% erhöht. Oder. Nee, und. Und Erträge werden. Aha, das ist doof. Das wollen wir nicht. Dass die Erträge von Nahrungsmitteln verringert werden, ist doof. Massenhandel. Handelsmengen Bonus von 50% bei Dörfern. Also bei allen. Hä? Und dann wieder minus 30%? Muss ich ja als auswählen. Und bei den anderen kriegt er minus 30 oder was? Nicht. Also ich erschließe ich mir nicht so ganz, wie das funktionieren soll. Jagdhütte finde ich halt cool, aber momentan noch nicht so wirklich den Jagdgrund für. Zielelemente geht eigentlich immer, theoretisch. Milchwirtschaft. Machen wir. Ey, wir brauchen aber auch die Wildschweine dann. Wir brauchen auch den Jagd für das Gutshaus. Das werden wir noch machen. Aber ich glaube, wir werden gar nicht mehr so viel jetzt noch machen. Ey, aber es klappt. Der Turm wird noch gebaut. Das ist doch schön. Das erfreut mich. So, wir haben 30 Einfluss jetzt, oder? Das heißt, ich kann einen großen Steinbauwerk bauen. Will ich das? Also hier jetzt passt es sowieso nicht hin, aber ja doch, ich will es halt für später haben, ne? Aber ich will. Ja, ich habe gerade überlegt, königlicher Ritterschlag, brauche ich das überhaupt? Weil ich mache meine Mission eigentlich eh nur mit maximaler Erfolgschance. Dann brauche ich es ja nicht. Oder? Ungeziefer verjagen. Machen wir das doch mal. Sollten wir auch mit maximaler Wahrscheinlichkeit hinbekommen. Let's go. Ja, brauchen wir halt auch nicht alle, oder? Dann nehme ich die voll ausgebildeten mit. Und die in der Grundausbildung hier, die können halt weiter sich ausbilden. Wäre jetzt mein Plan. Wir haben noch einen Arbeitslosen. Wir haben aber auch hier noch einen Job. Das geht doch perfekt auf. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. I like that. Wo sind wieder Wege blockiert? Hier. Nein, hier ist eine Lücke. Oh nein.
Es sieht so doof aus. Ich wollte ja echt direkt wieder zubauen, ne? Ja, mach ich, ist mir egal. Baracken. So. Ich baue hier wieder zu. Es ist, wie es ist. Es ist nicht optimal. Das ist mir bewusst, aber es ist, wie es ist. Nicht viel hoch. Viel hoch von Ketzerei haben wir hier freigeschaltet. Ding ist, ich nehme jetzt wieder direkt mit zu den Soldaten. Ich würde es gerne hier hinten irgendwie ausmachen, aber. Oder hier. Actually, lieber sogar hier. Vielleicht hier dann eben Milchwirtschaft und hier dann die Bierwirtschaft quasi. Also mit Hopfen. By the way. Let's go. Wir haben hier alles abgeholzt. Das heißt, wir können hier das Ding abreißen und dann hier direkt unser Weizenfarm hinbauen und dann quasi die unsere ehemaligen Holzfäller unseren ehemaligen Holzfällern direkt einen neuen Job geben. Das ist ja auch ein Service. Hat nicht jeder. So. Dann geht das auch nicht schnell, dann kann das direkt machen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Das sollte sogar dann noch vor doch funktionieren, bevor halt die neuen Einwanderer wieder kommen. Oh, hier ist das Haus direkt hochgegradet. Wahrscheinlich wegen Markt haben wir hier in der Ecke. Na gut. Von mir aus. Und hier wohnen immer noch nur. Ja, hier wohnen immer noch etwa 6. Das ist so weird. Ist doch super. Ist doch schön. Vielleicht brauche ich hier auch einfach noch einen neuen Sammler. Komm, dann machen wir das erstmal. Dann machen wir das erstmal. Wir werden ja noch neue Einwanderer bekommen. Beschäftigung ist ja gerade auch niedrig, aber ich glaube, das wird sich dann noch ändern. So, und unser upgradetes Militärfort quasi ist durch. Also, ich finde es. Ich hab's mir anders vorgestellt. Ich finde es von dieser Seite finde ich's cooler. Von dieser Seite ist super. Hä? Also wirklich von dieser Seite. Herrlich. Herrlich. Einfach herrlich. Oh, auch hier. So, es ist wunderschön. Und dann von hier so. Vielleicht brauche ich auch einfach noch. Hier brauche ich dieses richtig fette Bollwerk so. Was war auch bei einem Gebäude von mir aus so. Von der einen Seite sieht es super aus und von der anderen. Sieht schrecklich aus. So, dann wollen wir hier mal die Anbaufläche einzeichnen. Nehmen das hier, glaube ich, sogar noch mit. Sowas um die Ecke. Ja, okay, hier werde ich ein bisschen was wegmachen. Um die Ecke. Auch ein spannender Ausdruck, den ich gerade davon habe. So, ich glaube, hier hätte ich gerne noch ein bisschen mehr, oder? Da könnte ich hier rein theoretisch auch sogar noch mir überlegen, eine weitere Weizenfarm zu bauen. Vielleicht auch eine Idee. Habe ich momentan alles. Das würde viel Geld bringen, aber viel Geld brauche ich gerade nicht. Deswegen lassen wir das sein. Und ich würde sagen, lassen wir das sein. Das ist ein gutes Stichwort. Ich würde sagen, ich lasse jetzt diesen Spielstand fürs erste Mal wieder ruhen. Ich werde wahrscheinlich nächste Woche wieder weitermachen. Zu einer ähnlichen Uhrzeit. Vielleicht auch am Freitag, aber vielleicht auch zu einem anderen Tag. Das mitzubekommen, gerne ein Follow da lassen. Oder ja, genau. Das ist die Möglichkeit, benachrichtigt zu werden, wenn es dann wieder weitergeht mit meinem Foundation Gameplay. Und wenn es dann heißt, was werde ich als nächstes machen? Gute Frage. Genau, das heißt, werde ich mich wahrscheinlich um die Arbeiterschaft kümmern, um erstmal halt meine Marktstände schöner zu machen und mein Gutshaus hier schöner zu machen und dann eine Taverne hinzubauen und eine Steinkirche. Das werden wahrscheinlich meine nächsten Aufgaben sein. Daneben werde ich auch hier ja, mich wahrscheinlich langsam so für die Bier- und Milchwirtschaft vorbereiten. Das wird ein weiterer Part von mir sein. Und ich würde sagen, es ist wunderschön. Ich liebe dieses kleine Dörfchen in dieser Bucht. Und ich freue mich schon darauf, ja, was
noch weiter so gebaut wird und wie es in Zukunft aussehen wird. Deswegen, ja, danke fürs Reinschalten und danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.